In diesem Video geht es um die Herstellung von Winterfenster. Das sind Fenster, die man oft von außen oder auch wie hier in meinem Fall von innen einfach vor die einfach verglasten Fenster davor stellt. Das kann ich jetzt hier mal abmachen, ganz einfach, ganz schnell. Das Besondere daran ist hier, dass ich hier die möglichst einfach hergestellt habe, mit einer Nut, die Scheibe befindet sich also in einer Nut und der ganze Rahmen ist nur mit Holznägel befestigt. Dass diese Winterfenster Wirkung zeigen, dass sie wirklich dämmen, zeigt ja hier mein Beispiel, denn dort habe ich noch kein Winterfenster davor und hier sind schon zwei Winterfenster davor. Man weiß, die Luft oder die Luftfeuchtigkeit kondensiert dort, wo es am kältesten ist und das ist einwandfrei natürlich hinter der großen Scheibe, also an den Sprossenfenstern. Dadurch, dass ich jetzt die große Scheibe davor habe, ist es natürlich dahinter wesentlich kühler, kälter und das Wasser kondensiert. Da sind die Scheiben viel wärmer, da kondensiert jetzt kein Wasser. Das Kondensieren an den Scheiben werde ich natürlich jetzt beobachten während des Winters, denn das kann man natürlich auch verhindern, indem man natürlich dieses Fenster dichter anbringt, sodass die warme Raumluft mit hoher Luftfeuchtigkeit nicht dorthin gelangt und dann kondensieren kann. Das muss ich noch beobachten und eventuell könnte man auch dann ein Fenster ja mit zwei Scharnieren festmachen, dass man es doch öffnen kann, damit dieser Wasseranfall wieder in die Raumluft übergeht. Das ist aber ein anderes Thema. Jetzt geht es erstmal um diese Herstellung. Als Tischler habe ich mir die Rahmenhölzer natürlich selber zugesägt und gehobelt aus einem Brett. Aber die kann man theoretischerweise auch bei einem Baumarkt schon fertig bekommen. Nach dem dicken Hobel lenke ich sie dann hier ab. Ich will die Maschinen aber jetzt nicht einzeln vorstellen. Das mache ich ja schon in anderen Videos. Die verlinke ich hier mal oben. Das andere ist jetzt vielleicht hier die Arbeit an der Tischkreissäge nach dem Probefräsen. Erstmal ein grober Fehler von mir, denn das Tischfräszeug ist nicht abgedeckt. Es sollte aber immer abgedeckt sein. Also eigentlich sollte das aussehen wie hier auf dem Foto. Habe ich leider vergessen, also bitte nicht nachmachen. Meine Holzstärke habe ich passend zum 8 mm Nuter gewählt, nämlich 24 mm. Und als erstes fräse ich jetzt den Schlitz. Zum Fräsen des Zapfens habe ich den Nutfräser nur in der Höhe verstellt. Nicht in der Tiefe, was normalerweise der Fall ist, da komme ich später noch drauf zu sprechen. Ich fertige ja nicht so häufig neue Gegenstände an, aber wenn man dann gerade so eine Schlitz-und-Zapfen-Verbindung herstellen muss und das gleich an mehreren Objekten, die gleich werden, wie hier die Fenster, dann ist natürlich wirklich so eine Fräse etwas Wunderbares, also das geht natürlich viel schneller, als wenn man jetzt das Ganze per Hand bewerkstelligen muss. Und es passt nachher auch exakt. Die Nut für die 4 mm starke Glasscheibe stelle ich an der Tischkreissäge mit einem verdeckten Schnitt her. Das Sägeblatt ist zwar nur 3 mm stark, aber durch die entsprechende Positionierung des Längsanschlages brauche ich die Rahmenteile ja nur drehen und komme dann auch auf die 4 mm Nut. Wenn man bei einem Rahmen mit Schlitz und Zapfen sowas sieht hier, so ein Loch, dann denkt man immer sofort, oh, ja, da war ja keine Ahnung. Oder ist wahrscheinlich kein Tischler gewesen. Weil nämlich man sofort sieht, ja, der hat vergessen, zurückzureißen. Denn bei einem Rahmen mit Nut oder auch bei einem Rahmen mit Falz wird natürlich der Schlitz um die Höhe der Nut oder der Höhe des Falzes zurückgerissen. Der Schlitz wird also eigentlich nur bis hier gegangen sein eigentlich. Das wäre eigentlich so vom Tischlerischen korrekt. Aber ich habe hier jetzt absichtlich mal gemacht, weil
Einfach mal ausprobieren. Ich experimentiere gerne. Normalerweise muss man nämlich dann ja sonst die beim Fräsen die Maschine natürlich umstellen. Ja. Also man kann eben dann nicht so mit dem gleichen Abstand fräsen den Schlitz wie bei den Zapfen, also mit der gleichen Breite. Muss zurückstellen. Wenn man das einfach so macht, wie ich das gemacht habe, gut, dann bleibt jetzt natürlich eine Lücke. Die kann man natürlich einfach ausfüllen, indem man einfach sich ein längeres Leistchen besorgt und dann einfach das hier wieder verschließt, einleimt, wie auch immer. Das ist also auch kein Problem. Kann man ja zu Hause machen, wie man will. Natürlich benutze ich auch hier bei neuen Objekten meine Schleifmaschinen. Also ich fange hier nicht mit dem Putzhobel an. Das geht mit so einem Bandschleifer, 120er Papier, einfach sehr schnell. Per Hand dann natürlich die Nutenkanten brechen und auch außen das Schleifen der Kanten. Für diese Winterfenster habe ich Klarglas 4 mm genommen, also ja, das riecht auch schon, aber 3 mm wäre zu dünn gewesen für die Größe. Dann sind sie scharfkantig, also das macht mit meinem Preis eine ganze Menge aus. Kann sie auch poliert bekommen, aber ich kann die Kante jetzt ja genauso selber ein bisschen abschleifen. Also so ist es natürlich dazu gefährlich, aber ist ja auch ganz schnell gemacht. Das ist ganz einfach. 240er Papier, also jetzt ist die Kante auch schon so, dass man sich da nicht mehr dran schneiden kann. So, ich stelle jetzt gerade mal den Rahmen hier zusammen. Also die Fräsen sind ja heute wirklich so gut, so Tischfräsen, dass es auch sehr präzise alles ist. Also es gibt hier auch jetzt keine Absätze, so gut gefräst, dass ich hier also gar nicht jetzt nochmal irgendwie schleifen müsste. Das fühlt sich alles ganz glatt hier an. Ich öle jetzt hier die ganzen Rahmenteile mit rohem Leinöl. Das trocknet dann über Nacht schon mal so weit, dass ich dann morgen den Rahmen zusammensetzen kann, die Holznägel einschlagen kann, natürlich mit Glas. Dann kann man so später immer noch mal nachölen, aber so ist natürlich besser, einfacher, dann kleckert man nicht so auf dem Glas, das jetzt hier zu machen. Ich benutze das hier ganz gerne fürs Ölen und auch wenn ich wachse, solche Nitrilhandschuhe, das sind jetzt welche, die man immer wieder verwenden kann. Also hier so sehen sie so aus, wenn ich das ganze Jahr schon anhatte. Also weil man da ja alles Mögliche mit anfassen kann. Also Ölen, Wachse, alle Lösemittel wie auch Tornidoverdünnung und sowas, das gehen ja, manche andere Handschuhe leiden dann doch sehr drunter, wie Latex. Das löst sich dann irgendwie auf bei Nitroverdünnung. Das ist gar nicht schlecht, wenn man so ein paar Handschuhe hat. Die habe ich jetzt übrigens auch bei unserem Restaurierungsmaterial mit auf die Liste genommen. Die kann man also auch bei uns bestellen. Ich bin immer dafür, dass man, wenn man schon was restauriert, dann soll man auch gutes Material haben. Und das ist leider nicht immer zu bekommen. Also oft hat man ja eigentlich, es gibt natürlich klar diese Einweghandschuhe aus Nitril, aber die gehen natürlich doch relativ schnell kaputt. Also da lohnt sich dann, ja, beim Polieren benutze ich die auch, diese Einweghandschuhe. Da hat man dann eine bessere, also dann ist die Wärme der Hände, geht dann beim Polieren, wirkt das mit, dass sich der Alkohol schneller auflöst und man einfach natürlich eine viel bessere Haptik einfach auch irgendwie hat. Hier ist es ja nicht so wichtig, ich muss ja jetzt hier einfach nur ölen. Da ist dann diese dickere Qualität schon besser.
Ja, zum Schluss natürlich den Überschuss abnehmen mit einem Lappen. Und den Lappen dann nachher, also ich verbrenne ihn gleich oder ihn eben in einem Schraubglas reinlegen, Wasser oder sonst was. Wegen der Selbstentzündungsgefahr sollte man da immer ein wenig vorsichtig auch sein. Für die weiteren Fenster will ich jetzt mal die Dübel etwas anders herstellen. Und zwar habe ich hier seit kurzem so eine Dübelplatte oder Dübeleisen. Damit kann man dann wirklich runde Dübel herstellen, auch ohne Riffelung. So, also ein altes Eisen hier, die gibt es aber noch auch neu. Und da habe ich mir jetzt das Loch ausgesucht, das ist ungefähr so 6,5 mm Durchmesser. Habe mir jetzt eine Akazie-Leiste auf 6,5 gehobelt und runde die jetzt hier ein bisschen mit meinem Hobel schon mal vor. Dann schließlich hier durchschlagen kann. Das sollte eigentlich doch dann ganz gut hinhauen. Ich habe die Dübel jetzt auf eine Länge von 25 mm zugesägt und schlage sie jetzt hier durch das Eisen. Dann habe ich schöne Rundung. So, bevor ich jetzt die Löcher für die Holznägel bohre, muss ich natürlich kurz überlegen, wo ich die hinmachen will. Wegfällt natürlich erstmal hier da, wo die Nut verläuft. Also habe ich jetzt nur noch diese Fläche hier. Jetzt kann ich die zwei Holznägel da und da setzen oder da und da. Wofür entscheide ich mich natürlich für da und da. Denn hier komme ich natürlich sehr schnell, ja, bin ich sehr schnell an dem Rand hier und ne, dass sich das dann spaltet, also das ist hier ja weniger der Fall und hier auch weniger. Also mache ich da, gehen wir hier mal auf 2 cm entfernt und hier dann nochmal auf 4. Dann bin ich auch von der Nut noch weit genug entfernt. Da mache ich die Löcher. Damit die Löcher durch den Schlitz präzise übereinander stehen, bohre ich sie mit der Ständerbohrmaschine. Bevor ich nun die Löcher auf den Zapfen übertrage, muss ich erst nochmal Stichmaß nehmen. Das kennen sicherlich die meisten, damit der Rahmen auch winklig zusammenkommt. 132, ja, das passt. So, jetzt zeige ich die Löcher an. Hier sind jetzt die Zapfenstücke, die angezeichneten mit dem Mittelpunkt. Und da bohre ich jetzt freihändig Löcher rein. Mit einer leichten Tendenz zur Brüstung hier. Dann ziehen sie sich auch, wenn ich die Holznägel reinmache, schön dicht. So, jetzt Einschlagen der Holznägel. Ja, die sind ganz schön schwer, aber ganz stramm. Sitzen gut. Nun werden sicherlich die meisten von euch sagen, ja, alles schön gut mit den Winterfenstern, aber kann ich mir gar nicht herstellen, weil ich habe gar keine Fräse. Aber es geht vielleicht doch noch einfacher.
hier habe ich einen großen Rahmen, ungefähr 2 Meter mal 1 Meter. Das ist so ein Rahmen für meinen Hühnerstall, um eine Trennung durchzuführen. Das hier sind ganz einfache Kanthölzer, 3,5 mal 5,5. Die habe ich auf Gärung gesägt und dann auch mit der Tischkreissäge eine Nut hier eingesägt. Habe dann hier einen Draht innen drin befestigt. Da könnte man natürlich genauso eine Scheibe reinmachen und hätte dann auch ein Winsterfenster. Die auf Gärung geschnittenen Rahmenteile sind nur mit zwei langen, dickeren, ich glaube 6 mm starken Torx-Schrauben befestigt. Und man sieht hier, also das ist wirklich noch echt stabil, das Ganze, obwohl es so groß ist. Also selbst so eine einfache Konstruktion hier auf Gärung und mit Schrauben bringt doch einen recht stabilen Rahmen hervor. Eine 4 mm Scheibe innen drin sorgt natürlich nochmal für zusätzliche Stabilität. Den Rahmen auf Gärung zu schneiden hat natürlich auch immer wieder den Vorteil, dass man, egal ob man jetzt eine Nut einfräst oder sägt oder ein Falz, das passt eigentlich immer. Also da gibt es dann ja nie eine Lücke. Solche Winterfenster haben natürlich wirklich Vorteile. Und gerade heute bei den Energiepreisen muss man sich wirklich einfach mal Gedanken machen. Auch ich hier in unserem denkmalgeschützten Haus. Aber das ist ja zum Beispiel eine Sache, ich ändere ja gar nichts jetzt, außer oben eine Schraube. Ja, da brauche ich ja noch nicht mal eine Genehmigung für, um jetzt so ein Fenster davor zu setzen. Und es ist kostengünstig, schnell gemacht und ich habe dann im Sommer doch eher wieder Kontakt nach außen. Also ich lege zum Beispiel hier im dörflichen Bereich keinen Wert darauf, dass alles so hermetisch abgeriegelt ist, dass ich gar nicht mehr mitkriege, was draußen passiert. Ich habe lieber ein Scheibenfenster und höre, was draußen meine Tiere machen, welche Kundschaft kommt, welche Leute auf der Straße vorbeigehen. Das ist mir wichtig. Und da ist das natürlich ideal geeignet. Es wird weitere Videos geben über Dämmung im Altbau. Ich bin ja eher für wirklich natürliche Materialien, gerade wenn es um Holz auch geht. Da besteht sehr schnell sonst die Gefahr, dass wir eben durch diese künstlichen Materialien große Schäden bekommen im Altbau. Ich arbeite wirklich dann lieber mit natürlichen Materialien, mit Luftschichten, dass immer das Holz auch wieder austrocknen kann.